Ich laber in diesem Video enorm viel, habe mich da einfach hingestellt und mal alles durchgeplappert. Daher mache ich das jetzt folgendermaßen, dass ich immer wieder zwischendrin mal so ein paar Landschaftsaufnahmen und Ähnliches reingeschnitten habe, damit ich einfach nicht die ganze Zeit durchlabere und euch irgendwann das Hirn raucht. Also nicht wundern, wenn ich dann plötzlich wieder zwischendurch mal ein bisschen rumlaufe und Ähnliches tue. Das ist, glaube ich, so für den Zuschauer angenehmer. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr das entsprechend kommentieren und dann wird es das nie wieder geben. Okay, dann lege ich mal los. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute ist so schönes Wetter, ich habe gedacht, ich gehe einfach mal raus und erzähle euch das Erste, was mir einfällt. Habe mich jetzt gar nicht großartig vorbereitet. Ich dachte, ich setze mich einfach irgendwo mal ein bisschen in den Wald, filme ein kleines wenig und erzähle euch eben das Erste, was mir in den Sinn kommt, was euch interessieren könnte. Und da ich mich hier gerade mehr oder weniger im Buchenwald befinde, ich hoffe, hinter mir sind durchaus überwiegend nur Buchen zu sehen. Ja, ist der Fall. Wollte ich mal ein bisschen auf den Stellenwert des deutschen Buchenwalds am deutschen Wald eingehen. So, die treibende Kraft für die Zusammensetzung eines Waldes ist einmal der Standort an sich. Also was habe ich für Wachstumsbedingungen als Baum, wenn ich hier jetzt wachsen möchte? Kann ich das gut, kann ich das schlecht? Ist das per se ein guter Standort oder ein schlechter Standort? Alle Bäume sind sich mehr oder weniger darüber einig, dass sie gerne einen guten Standort haben möchten mit so mittlerer Wasserversorgung, schön warmen Temperaturen und einem guten, schön durchlüfteten, lockeren Boden. Das wäre für alle optimal. Das Blöde ist jetzt nur, dass halt da eben auch alle hinwollen. Wenn alle an den gleichen Platz wollen, gibt es da halt eben nun mal Konkurrenz. In dieser Konkurrenz hat man zwei Möglichkeiten als Pflanze. Entweder man setzt sich durch, macht also quasi den Darwin, Survival of the Fittest. Oder Möglichkeit 2, man geht halt eben nicht dahin, wo alle anderen sich prügeln, sondern sucht sich irgendwo so eine Ecke am Rand, wo kein anderer mehr hin möchte, weil es da eigentlich scheiße ist, aber da ist ja niemand sonst. Also die beiden Möglichkeiten hat man quasi als Pflanze. Man geht dahin, wo es toll ist und kloppt sich mit den anderen und setzt sich durch oder stirbt. Oder man geht dahin, wo es eigentlich scheiße ist, aber wo halt sonst niemand ist und wo nur noch man selbst, weil man irgendeine Methode gefunden hat, und um unter sehr schwierigen Bedingungen gerade noch so zu überleben. Es geht einem da nicht gut. Man wäre lieber da, wo die anderen sich kloppen. Aber da, wo es einem nicht gut geht, kann man trotzdem noch überleben, weil wenn man da wäre, wo die anderen sich kloppen, würde man totgekloppt werden, sozusagen. Und diese beiden Optionen gibt es so ein bisschen im Ökosystem. Die ökologische Nische ist eben das, wo eine Art, sei es jetzt ein Baum, ein Käfer, Bakterium, ganz egal, Moos, Pilz, den Ort gefunden hat, an dem sie so weit an den Grenzen des Lebens ist, quasi, dass sie mit ihrer spezifischen Konkurrenzkraft noch überleben kann. Beispiel. Die Birke ist so als Baum relativ wenig konkurrenzkräftig. Die braucht sehr, sehr viel Licht, die braucht vergleichsweise viel Platz um sich rum. Wenn da irgendwelche anderen Bäume nebendran stehen, dann wachsen die da irgendwann drüber, werfen Schatten auf die Birke. Die Birke bekommt nicht mehr genug Licht, die Birke ist kaputt. Die Birke hätte also keine Chance, quasi dahin zu gehen, wo es toll ist, wo sich alle anderen kloppen. Da würde die Birke untergehen, da würde sie quasi niedergekloppt werden. Deshalb geht die Birke entweder dahin, wo es so nass ist, dass da keiner mehr hin möchte. Da ist die Nährstoffverfügbarkeit schlecht. Da stehen die Wurzeln die ganze Zeit so ein bisschen im Wasser. Der Boden ist extrem sauer, so an Hochmoorrändern oder Ähnlichem. Eigentlich miese Bedingungen, aber da möchte halt eben niemand anders hin. Der Birke geht es da auch nicht gut.
die Birke würde besser wachsen, wenn sie da stände, wo die anderen sich kloppen und man quasi alles, was sich um die Birke drumherum kloppt, wegschneidet, wie es der Förster halt zum Beispiel tut, wenn er jetzt meinetwegen Birke anbauen wollte, müsste er in einem guten Waldstück alles andere drumherum wegsägen, was er nicht tut, was sich das nicht lohnt. Aber theoretisch müsste man das dann so tun. Wenn man da eingreift, würde es funktionieren. Ohne würde per natürliche Selektion die Birke einfach keine Chance haben auf einem guten Standort. Hingegen würde jetzt so eine Buche versuchen, da zu überleben, wo die Birke dann steht. Das ging gar nicht, weil die Buche da schlicht und ergreifend nicht lebensfähig ist. Die Buche kann also nicht so weit raus aus dem Optimalbereich, wie das die Birke kann. Und die Birke entzieht sich somit einfach quasi der Konkurrenz durch die anderen Baumarten, damit, dass sie wohin geht, wo die anderen nicht hinwollen oder nicht können, weil sie da einfach sowieso per se nicht lebensfähig sind. Und das ist jetzt eben so ein Gradient. Jede Baumart hat so ihre eigene Spezialität, die sie kann und die anderen nicht. Zum Beispiel eben auch die Kiefer, die kann auch sehr trocken oder sehr nass. Da kann halt dann auch schon wieder fast nichts anderes mehr hin. Außerdem braucht die Kiefer nur sehr wenig Nährstoffe und kann auch auf sehr, sehr, sehr nahrungsarmen Sandböden tatsächlich dann noch leben. Da kann auch wieder die Buche nicht hin. Es gibt so einen Gradienten von super toll zu kaum noch lebensfähig. Irgendwann kommt der Moment, da ist wirklich tatsächlich kein Wald mehr möglich. Das hatten wir ja schon bei dieser Sache mit der Waldfläche angesprochen, dass wir eben 90% Waldfläche haben, natürlich, und die anderen 10% Orte sind, wo es zu schlecht ist für Wald, wo wirklich Wald nicht mehr möglich ist, von den natürlichen Bedingungen her kein Baumwachstum mehr möglich, egal was für ein Baum man ist. Und innerhalb von diesem Waldwachstum nicht mehr möglich und diesem Optimum, da dazwischen, da hat jeder Baum irgendwo so ein Fleckchen gefunden, wo er besser ist als die anderen. Unter diesen bestimmten Bedingungen ist seine Konkurrenzkraft dann tatsächlich größer. Und da wir jetzt in Deutschland überwiegend tatsächlich nur tolle Standorte haben, also fast das allermeiste ist nur gut, hätten wir so 80-85-90%, je nachdem wie man fragt und wo man es nachliest, Buchenwald. Weil die Spezialität der Buche es in diesem ökologischen Gefälle eben ist, auf dem optimalen Bereich alles andere niederzuprügeln. Sie braucht diesen optimalen Bereich zum Wachsen, aber wenn der da ist, dann kann sie da alles niederprügeln. Da kommt nichts gegen Buche an, langfristig. Weil Buche eben langfristig gesehen, wenn sie erstmal genug Zeit hat, dann brauchst du schon ein Weilchen, um da aufzukommen. Sie ist einfach so schattertragend, dass sie unter allen anderen Bäumen sich langsam nach oben schlängelt, unter denen noch wachsen kann, egal was die da oben versuchen mit Schatten zu produzieren, um die Buche auszudunkeln, dass die einfach kein Licht mehr bekommt und keine Photosynthese mehr machen kann. Das funktioniert nicht. Die Buche setzt sich irgendwann durch und ist irgendwann oben. Und wenn sie oben ist, dann macht sie selber sozusagen die Krone auf. Das geht relativ fix, das kann die wirklich. Die macht dann immer noch ein bisschen breiter die Krone, wenn daneben dran der erste Baum umfällt, weil er kein Licht mehr bekommen hat und abgestorben ist. Dann macht sie noch mal ein bisschen breiter Krone. Und wenn daneben dran der nächste umfällt, dann macht sie noch mal ein bisschen breiter Krone. Das kann sie bis ins relativ hohe Alter immer noch die Krone immer breiter machen und macht da so ein richtig schönes Schatten unter sich drunter. Und kein Jungbaum, kein kleines Miniaturbäumchen kann unter so einen solch schattigen Bedingungen, wie sie eben unter einer Altbuche herrschen, noch vernünftig wachsen. Außer Buche. Also sie macht sich selber dahingehend natürlich keine Konkurrenz. Damit würde sie automatisch aussterben, wenn unter Buche keine Buche mehr wachsen könnte. Hätte der Buchenwald ja schon verloren. Das Einzige, was also unter Buche noch einigermaßen hochkommt, ist Buche. Dann auf Platz 2 sozusagen die Eibe. Wir hätten also so ein zweistufiges Waldbild in vielen Regionen Deutschlands, wo wir oben Buche haben, dunkel, dunkel, und in dieser Dunkelheit tatsächlich noch ein paar einzelne Eiben stehen. Aber die hat man abgeholzt, weil tolles Bogenholz, tolles Speerholz, giftig fürs Pferd und deshalb muss raus aus dem Wald, weil das Pferd könnte das ja fressen. Oder für die Kuh, damals hat man ja noch Waldweide betrieben, also sein Viech in den Wald geschickt zum Fressen. Naja, das führt alles ein bisschen weit. Jedenfalls, Buche macht alles andere nieder, indem es einfach Schatten drauf wirft.
und ist selbst super schattertragend. Dieses Prinzip, alles andere niederzukloppen unter guten Bedingungen, das nennt man dann Klimaxart. Das heißt, man setzt sich konkurrenzmäßig gegen alles andere durch im Optimalbereich. Man ist also die Art, die große Flächen des Landes dominiert, weil sie ökologisch optimal an ihren Lebensraum angepasst ist und einfach so alles andere niederklappen kann. Und da jetzt nun Deutschland eben überwiegend aus guten Standorten besteht, haben wir überwiegend überall fast Buche. Und damit haben wir dann insgesamt so auch tatsächlich 80-90% Buchenanteil. Natürlich gesehen, wir haben es ja nicht, weil der Förster was anderes hingesetzt hat. Aber theoretisch wäre es so. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürliche Vegetationsform in Deutschland ist eben der Buchenwald. Und der würde sich auch von alleine wieder eben durchsetzen, wenn der Förster aufhören würde, was anderes hinzupflanzen. Das Gleiche gilt aber auch für irgendwelche Städte. Wenn wir aussterben würden, würde sich auf unseren Betonruinen, die wir als Stadt hinterlassen würden, langsam aber sicher dann auch wieder irgendwann der Buchenwald entwickeln. Mit Übergangsgesellschaften, weil sobald wir ausgestorben sind, sind diese Betonruinen, die wir hinterlassen haben, ja kein Optimalbereich, kein standörtlicher. Da kann die Buche ja dann nicht. Da müsste da dann erst wieder ein Spezialist kommen, der unter solch beschissenen Bedingungen wie, keine Ahnung, ausgestorbener Marktplatz zwischen zwei Pflastersteinen ein ganz kleines bisschen Boden findet und sich da tatsächlich dann ansiedeln kann. Sei es erstmal ein Moos. Besagtes Moos stirbt dann irgendwann, hinterlässt ein bisschen tote Pflanzensubstanz, die dann wieder zu Boden wird und es ist ein bisschen mehr Boden da für den nächsten Nachfolger. Sagen wir mal, es ist ein Farn. Der stirbt dann auch irgendwann und produziert wieder ein bisschen tote Pflanzenmasse. Es gibt wieder ein bisschen mehr Boden, es kann sich wieder etwas Größeres ansiedeln. Meinetwegen irgendein einfacher kleiner Strauß, Brombeere, was auch immer. Auch die stirbt, produziert Biomasse und irgendwann ist tatsächlich wieder genug Boden da, dass erste unempfindliche Bäume sich ansiedeln können. Meinetwegen eine Kiefer oder eine Birke, so typische Sukzessionsbaumarten. Also man spricht von Sukzession, ist eben dieser Prozess des Aufeinanderfolgens verschiedener Pflanzengruppen, verschiedener Vegetationstypen bis hin zu Klimaxvegetation, die eben unter den gegebenen Standortsbedingungen maximal herrschen kann. Unter Optimalbedingungen, unter einem riesenlangen Horizont, Zeithorizont sich da irgendwann entwickelt. Und das ist eben bei uns der Buchenwald. Den hätten wir auf 90% der Landesfläche. Deutschland ist ein Buchenland. Jawohl. Ich glaube, das reicht. Jetzt habe ich wieder sehr viel gelabert, bedanke mich aber trotzdem auf jeden Fall fürs Zuhören. Diese Vegetationszonierung und diesen Übergang von der einen Pflanzenart zur anderen Pflanzenart, diese Sukzessionsforschung, das ist was unglaublich Faszinierendes. Das mache ich super, super gerne. Habe in dem Bereich auch so ein bisschen meine Masterarbeit geschrieben, so ein bisschen. Auch so ein bisschen meine Bachelorarbeit, auch so in diesen Bereich reinragend. Der Rest war waldwachstumskundlich, meine Masterarbeit war bodenkundlich. Alles total abgespacedes Zeug, was euch wirklich nicht zu interessieren braucht. Aber ja, diese Vegetationskunde, das liegt mir so ein bisschen in den Genen. Mein Vater war Vegetationskundler, mein Großvater war Vegetationskundler. Er hat es nicht ganz erfunden, aber er hat es zumindest weltweit bekannt gemacht. Jawohl. Und ja, es liegt mir ein bisschen in den Genen. Und der Buchenwald ist eben halt im Prinzip was ganz Fieses, weil die Buche ja alles andere niederknüppelt. Also mit Harmonie und Ähnlichem, was wir im Wald spüren, wir als Bushcrafter, wenn wir in den Wald gehen. Wir spüren ja überall Harmonie, uns geht's hier gut, wir empfinden den Wald als friedlich. Das ist natürlich Käse, ist es überhaupt nicht. Alles versucht sich hier gegenseitig tot zu knüppeln sozusagen. Bestenfalls gibt's mal irgendwelche Allianzen. Zum Beispiel, jeder Baum hat einen Fußpilz, einen Mykorrhiza-Pilz, der ihm hilft,
Nährstoffe aufzunehmen. Das ist tatsächlich immer so ein Zusammenleben aus Pilz und Baum. Die tun sich gegenseitig nichts, die tun sich gegenseitig gut. Die haben sich quasi miteinander verbündet, um alles andere niederzuknüppeln. Also ja, Krieg ist in der Natur was ganz Normales. Greenpeace ist von daher eigentlich völlig auf dem Holzweg, weil es den grünen Frieden eben überhaupt nicht gibt. Green War oder so müssten die eigentlich heißen. Darwin hatte diesbezüglich schon recht, Survival of the Fittest. Es ist immer so, nur wer an einem Ort sich am besten durchsetzen kann, überlebt langfristig gesehen. Alles andere wird letztendlich gefressen. Sei es von irgendwelchen Pflanzenfressern, wenn man eine Pflanze ist, oder von irgendwelchen Fleischfressern, wenn man eben was anderes ist. Wenn du nicht perfekt an deine Lebensbedingungen angepasst bist, wirst du gefressen. Oder du bist halt eben ein Mensch und es greift das Sozialprogramm und rettet dich. Jawohl, aber sozial gibt es eben in der Natur nicht. Da gibt es kein Gut, kein Böse, kein Gerecht, kein Ungerecht. Da gibt es einfach nur Fressen oder gefressen werden. Philosophisch gesehen kann man sich jetzt streiten, inwiefern das wirklich so ist. Aber ich würde sagen, es ist so. Der Darwin hat auch gesagt, es ist so. Widerlegen konnte den Herrn Darwin bisher noch niemand. Ja, überall gibt es Mord und Totschlag im Wald. Aber das Schöne dabei ist jetzt, bei dem ganzen Mord und Totschlag, den wir jetzt hier im Wald haben, ist, dass wir einfach das Gefühl haben, dass das so sein muss. Wir empfinden diesen Zustand einfach als harmonisch, weil alles so wunderbar ineinander passt. Dass für jede Art irgendwo ihr Plätzchen ist, wo sie hingehört und genau da optimal aufgehoben ist. Sei es bei einem Niederschlag von exakt 333,7 Milliliter Jahresniederschlag, dass es da irgendein Moos gibt, das exakt an dieser Stelle in so irgendeiner Schlucht, wo der Niederschlag in einem Winkel von 28,6 Grad auf die Felsen donnert, dieses eine Moos tatsächlich da optimal überleben kann. So was gibt es insbesondere in den Tropen. Und so funktioniert das dann eben. Und dass halt eben jeder so sein Plätzchen hat und jeder weiß, wo er hingehört, in Anführungszeichen, das erfindet man einfach als unglaublich harmonisch, obwohl sich irgendwie alles tot prügelt. Und diese Kreislaufsysteme eben. Dass selbst wenn was dann totgeprügelt ist, dann wird es wieder zu Nährstoffen für den Nächsten, der dann da kommt und da wieder wächst. Und ist überhaupt nicht schlimm, wenn der stirbt, weil dann ist er ja wieder Nährstoffe für den Nächsten. Und das ist alles ein ewiger Kreislauf und quasi nichts wird irgendwie vergeudet. Und letztendlich wird alles, was da ist, auch genutzt und wieder umgesetzt. Und wenn wer stirbt, dann wird er halt eben ein Teil vom Nächsten, sozusagen. Und daher kann man jetzt auch nicht sagen, dass es gibt einfach eben keine Ethik in der Natur. Sterben ist per se jetzt nicht schlimm, ist auch nicht gut und alle anderen umbringen ist per se auch nicht böse. Keinerlei Ethik in der Natur. Und das macht die Sache so einfach. Das macht das Leben wirklich relativ simpel. Du hast nichts zu tun, außer zu überleben. Deshalb gehen wir ja so gerne in den Wald, weil wir eben kein Handy brauchen, kein sonst was, kein Fernseher, keine Sorgen mit unserem Bankkonto haben oder sonst was. Das Einzige, was wir zu tun haben, wenn wir in der Natur sind, ist im Prinzip am Leben bleiben. Und bestenfalls können wir das noch auf eine recht komfortable Art und Weise tun und bauen uns halt ein etwas besseres Lager als eins, was uns gerade mal vorm Erfrieren schützt. Aber letztendlich ist es ja so, weshalb wir gerne so gerne hier rausgehen, weil das Leben hier einfach einfach ist. Keine olle Ethik, keine olle Moral, keine Verhaltensvorschriften oder sonst was. Du machst das, was dich am Leben erhält, oder wenn du es halt eben nicht machst, dann hast du halt verloren und bist tot. Dann ist auch nicht schlimm, dann bist du Dünger. Das ist so ein bisschen so meine Meinung zur Natur, weshalb ich gerne in der Natur bin. Weshalb mich das Ganze so fasziniert, weil halt eben all diese Dinge, die so kompliziert sind im sozialen Zusammenleben der Menschen und so weiter und so fort, Zickenterror oder ähnliches, hat man hier halt einfach alles nicht. Jawohl. Aber seht mal so, wenn euch doch mal irgendwas anderes frisst, dann habt ihr immerhin dafür gesorgt, dass dieses andere dann jetzt weiterleben kann. Hat halt gewonnen. Ist alles so ein bisschen sportlicher Wettbewerb hier. Würde mich ja mal interessieren, wie ihr das seht. Wenn ihr Bock habt, dann nochmal ein Kommentarchen zu hinterlassen, freue ich mich. Und sorry, dass das hier jetzt alles so ein zusammengewürfelter Haufen von allen möglichen komischen Gedanken von mir ist. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt einfach mal in den Wald gehen und einfach mal schauen, was mir so einfällt an Dingen, die ich euch so ein bisschen erzählen kann, ein bisschen rumphilosophieren.
Ich wünsche euch in jedem Fall einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Macht's gut!